Das Dachzelt ist ja wieder drauf und wir sind schon fast bereit, wieder loszufahren. Aber ein paar Kleinigkeiten sind noch zu tun, zum Beispiel die Frontscheibe tauschen. Und das möchten wir heute machen. Die Dichtung ist nämlich schon ganz rissig. Und wir haben uns gedacht, gut, wenn wir die Dichtung austauschen, können wir auch gleich die Frontscheibe austauschen, weil die ist nicht so teuer. Es wird einem ja gesagt, man soll unbedingt die Originaldichtung kaufen. Das haben wir aber erst erfahren, nachdem wir schon die nachgemachte Dichtung bestellt haben. Und wir werden es jetzt einfach mit der probieren und schauen, ob das klappt. Aber wir sind ganz zuversichtlich. Und wir haben auch gerade zwei Freunde da, Felix und Alex, die sind ganz lieb. Und die werden uns auch ein bisschen helfen. Das erste Video, was ich gesehen habe, das hatte den Titel Is it wise to replace a Defender windscreen yourself? Und die Antwort war nein. Lass es einen Profi tun. Und das zweite Video sollte mir jetzt zeigen, wie man es macht. Wir haben manchmal das Problem, dass die Scheiben kaputt ankommen. Sie versuchen es eh bestmöglich zu verpacken und es war auch Holz außenrum und so. Aber sie haften nicht dafür, wenn sie kaputt sind. Schaut ganz aus. Die neue Dichtung hat 3 Nuten und eine hat für den Rahmen, eins fürs Glas und die dritte wissen wir noch nicht genau. Wenn wir uns jetzt entscheiden, die mal rauszugeben und rauszuschneiden, dann ist sie mal draußen. An uns? Ja, um uns Klarheit zu verschaffen, werden wir eine neue Scheibe montieren. Fester? Ja. Okay, jetzt auf der Ecke drüben. Ah. Okay, die brauchen wir eh nicht mehr. Ah, da kommt Luft dazu. Jetzt die untere Dichtung lässt nicht bewegen, dass wir die Nut wieder herausfinden. Wir haben schon gesagt, wenn wir es nicht schaffen, brauchen wir so Brillen und so Kappen. Fliegerkappen, ja. Genau. Meine Oma hat mir erzählt, dass wie sie mal in den Skiurlaub gefahren sind mit dem VW Käfer, hat ein Stein, damals gab es noch kein Sicherheitsglas, die Scheibe durchschlagen. Weil alles so gesprenkelt war, mussten sie sich eben das Loch quasi frei machen, damit sie durchsehen konnten. Haben sich alle ihre Anoraks und Skibrillen angezogen und sind so weitergefahren bis zum MTC in Salzburg. Und dann haben sie es gerichtet. Und da hat sie wirklich 2 Nuten, tatsächlich. Die erste Nut geht über die richtige Nut. Zweite ins Fenster und die dritte überlappt noch nach außen drüber. Das ist jetzt fest drinnen und hier hinein kommt die Scheibe. Hier, wo meine Finger jetzt drin da sind. Mhm. Also am besten hier, wo, genau hier, oder? Weil, welches Kabel verlegt ihr gerade? Ein Kabel für die Dashcam und wir schauen, dass es eben genau dort montiert wird, damit der Scheibenwischer das noch erwischt. Geworden. Ist extrem gut geworden, ja. Jetzt kommt die Dashcam daher. Aber grundsätzlich schon ist doch mir da zu viel. Also hier passen beide Ecken rechts. Ja, also wenn ich jetzt halt da an 8 ziehe, ja, wenn, ich ja. Hier, wenn ich hier festhalte und du streibst es dann Länge quasi. Haben wir zu wenig oder zu viel? Na, es passt nicht hier gut. Okay. So, jetzt kommt es. Jetzt wird spannend. Sehr schön. So, die Schnur ist drinnen. Ja. Jetzt kommt das Glas eben da rein. Und die Schnur zieht die Gummilippe dann über die andere Seite von der Scheibe. So die Theorie. Und die Ecken sind dann, gebe ich, am schwersten, was Sinn macht, weil ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, wie man die Ecken macht. Sagen halt alle, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Es ist halt einfach mühsam. Und ich bin aber jemand, ich habe eigentlich recht viel Geduld. Also ich kann da jetzt auch noch 2, 3, 5 Stunden sitzen und das 5-mal machen, bis es drinnen ist. Und somit dachte ich mir halt, dass man es selber machen kann. Und im Notfall können wir ja immer noch ohne Scheibe zur Werkstatt fahren und sagen, please. Oh. Kannst wieder reindrücken. Okay. Wenn ich einen Schraubenzieher habe, kann ich das wieder reinschieben. Wir sind jetzt schon 2 Stunden beschäftigt und ich glaube, das ist echt super, dass wir jetzt da Hilfe bekommen von Ihnen. Aber jetzt sieht es da wieder raus, gell? Ja. Ah! Alles wurscht. Alles wurscht. Dieser Versuch jetzt gilt als gescheitert. Ich weiß nicht, wie lange wir das schon gemacht haben. 2 Stunden. Wirklich? Ja. Oh Gott. So, wir machen es jetzt nochmal. Und die Scheibe auch ein bisschen runterdrücken. Ja, ja, voll, voll, voll. So. Nein, es hilft schon. Ja, doch, doch. Ja. Nein, nein. Wir haben inzwischen eine ganz neue Theorie entwickelt und zwar, dass wir zuerst die Dichtung aufs Glas geben und dann versuchen, ins Auto zu bauen. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei 4 Stunden und ja, mal schauen, ob das klappt. Die Theorie ist aber nicht entstanden, weil wir glauben so, ha, wir haben es jetzt verstanden, wir haben es durchschaut und es ist einfach so, wir sind verzweifelt. Probieren alles wirklich aus.
es geht, oder? Naja, ja. Besser als alles bis jetzt. Aktuell, das, was ich mache, funktioniert. Aber das heißt nicht. Desto leichter geht es hier raus, desto mehr. Also, was ist denn das? Auf dem Ausflug. Da passt es überall. Das sieht eigentlich. Überall passt es, ja? Wirklich? Ja, ja. Wow. Naja, noch nicht. Ist nicht unmöglich. Wir sind hier schon urweit unten. Also, ja. Vom Gefühl her sollte es schon reichen. Jetzt ist nur noch oben, die Scheibe ist halt nicht ganz plan, wie sie sein sollte. Das ist das Problem, glaube ich, warum das hier sich so schwer tut. Und was ist das letzte Problem? Es bewegt sich zu viel. Ja, es und ist, es ist zu weit oben. Ist. Auch die Scheibe an sich ist okay. Zu weit oben. Okay. Sie müsste weiter hinunter. Ja. Aber man kann halt schwer andrücken, weil ich kann jetzt normalerweise bei dem Holz würde ich da ansetzen und runterhebeln und das würde sie aber sofort sprengen. Ja. Und sie muss noch weiter runter, damit das da dann. Richtig, passt, richtig. Ja, da ist jetzt ist, passt die Ecke. Warte, es geht eh, ich kann das schon alleine reindrücken. Ah, oh, es ist ein gutes Gefühl. Oh mein Gott! Anders, ich bin stark! Was ich mach? Also du drückst es eigentlich von. Also dadurch, dass du es oben halt richtig drückst, geht es ein bisschen weiter rein. Wow. Ja, da ist wirklich drinnen, ich sehe es, ja. Man muss es einfach nur extrem brutal darauf schieben. Aber versuch's auch so zu schieben, damit wir da dann möglichst viel Material haben. Geht's? Ah, die Ecke fehlt noch. Aber die Ecke geht gut, weil da kann ich immer noch mithelfen. Da ist die jetzt reingerutscht. Meine Ressourcen sind noch nicht erschöpft. Ja, das gern würde ich sagen. Machen wir das nochmal oder nicht? Jetzt können wir es anbieten, das ist unsere ja, Dienste. Ja, es ist überall drinnen. Wow! Ist da gut? Es ist fertig, fertig, fertig. Noch putzen und dann ist es schon schön. Wunderschön. Wow. Boah. Das haben wir geschafft. Oh Gott. Ah, was war das? Eine Schnur. Wir haben es dann im Endeffekt so geschafft, dass wir zuerst die Dichtung um die Scheibe rundherum gegeben haben und dann die Scheibe dran gehalten. Und von innen, und zwar haben wir unten in den Ecken begonnen, also Eck, gerade Eck, diese Nut dann ums Autostück sozusagen rundherum mit einem Seil, das wir vorher durchgefädelt haben durch die Nut und einem Schraubenzieher. Genau, dann haben wir immer die Scheibe eben runtergedrückt vorsichtig und mit so einem Saugnapf, damit sie unten gut sitzt und dann ist sie sich eben oben über die Ecken dann auch ausgegangen. Ja, und dann haben wir noch von außen diese letzte Nut, die dann so überlappt, mit einem Schraubenzieher rausgeholt.